Hallo alle zusammen, willkommen bei Grounded zurück und zwar erstmal willkommen an alle, die neu sind und an alle Abonnenten natürlich. Und natürlich müssen wir uns hier gleich wieder rumärgern. Wir sind hier in den Sandkasten und ja, wir brauchen ein paar Stängel, Unkrautstängel und so weiter, da wir da hinten die Burg besetzt haben. Oh, schön. Da gucken wir zu. Da gucken wir zu. Die Ameisen machen gerade den Dings fertig. Und was machen wir? Wir looten. Im Übrigen, Marcel ist auch mit dabei. Hallo Marcel. Oh, lange nicht mehr dabei gewesen, aber jetzt ist er wieder da. Ach, so lange war das gar nicht. So lange war das gar nicht. Yes! Schön. Und sagt man doch gleich mal den Loot ein. Manchmal kann es so einfach sein. Alles klar. Okay, Ja, jetzt kriegst du es. Nur am Abstauben. Ja, klar, was denn? Oh, komm schon. So, am besten ein Stück zur Seite gehen. Aua! Trotzdem Schaden gekriegt, verdammt. Komm schon. Nimm dies. Zack. Auch noch eingesackt. Sehr gut. Okay, jetzt noch schnell ein bisschen heilen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Noch einmal hinterher. Du hast die Stängel schon alle weggehackt, hä? Ah ne, da hinten ist noch was. Und hier auch. Das ist ja cool. Die lagen bei mir schon rum. Ja, ich hatte letztens auch schon mal ein bisschen rumgehackt. Könnte vielleicht daran gelegen haben. Es sei denn, du meintest, das anders. So. Na, ich denke mal, hier diese Viecher haben was gemacht. Das kann auch sein. So, dürfte schon reichen. Na, ich habe jetzt nur drei in der Hand, das ist blöd. Ich würde dann schon gerne mehr mitnehmen. Wieso das? Du kannst auch mehr mitnehmen. Ja, aber oben sind wir theoretisch fertig. Ja, ich nehme mehr mit für den Fall, dass wir was brauchen. Für irgendwas. Ist sowieso der letzte, den ich hier umhacken kann, glaube ich. Denn. Da wir die Burg da hinten infiltriert haben, so manches Mal ist das echt ein bisschen. Ja, jetzt endlich. Meine Güte. Wow, und dann so ein großer auch noch. Habe ich denn fünf schon? Nee, einen noch. Okay. Also, wir hätten noch ein paar Stängel da, das ist nicht das Problem. So, von der Überlegung her ist es so: da oben die Türme. Wir haben ja einen in der Mitte. Und, ja, in der Mitte, da kommen wir ja ohne weiteres hoch. Das ist kein Problem, haben wir ja schon gebaut. Und von dort aus wollen wir auf alle anderen vier Türme. Und da ist ein bisschen Hirnschmalz durch die. Naja. Durch Sieb gelaufen sozusagen. Ja, jetzt, genau. Okay. Nee, also von der Sache an sich, es ist halt so. Gibt jetzt momentan noch zwei Wege, eigentlich sogar drei Wege hochzukommen. Und ein. Wo sind die drei Wege hoch? Mit der Leiter geht's ja auch. Nein! Oh, ja gut, Leiter ist auch noch da. Ja, aber da komme ich ja mit den Stängeln nicht hoch. So. So, hast du schon alle fertig? Ja, du kannst aber in den Seilrutschen reinkleiden. Achso. Also ist doch noch gut, dass ich die dabei habe. Sechs brauchen wir pro Seilrutsche, also brauchen wir doch noch. Okay. Oh, nicht gerade wenig. Ja. So, genau. Da, einer der Türme. Dort hinten ist ein anderer der Türme. Das Ganze wollen wir hier mit dem Kleeblattdach entsprechend begehbar machen. Und hier kommt man nämlich super, naja, fast super hoch. Ihm ging es besser. Verdammt. Naja, auf jeden Fall, wir kommen hoch und da können wir uns dann entsprechend drüber bewegen. So, auf jeden Fall bedeutet das, ich brauche Kleeblätter. Übrigens ist da unten ein würziger Brocken, würziges Stück, wie auch immer. Na komm, nimm dies. Und nochmal.
Sondern das. Ja, komm her. Hey, ach, ich hab die Axt in der Hand. Nein! Vergessen zu wechseln. Oh nein! Oh ja. Haben wir. Gut. Die Ameisenlöwenrüstung besteht eben halt aus den Teilen, die wir von denen da brauchen. Dementsprechend umso mehr, umso besser. Alles ist gut. Und den... Ja, das Spinnrad ist auch fertig. Da haben wir unser Fusselseil drin. Von 3 Fusseln gibt es einmal Fusselseil. Naja, ist noch nicht alles fertig. Naja, das lassen wir. Das ist Blödsinn jetzt. So. Das Zeug hier einfach alles rein. Habe ich denn noch Platz? Ja, nicht mehr viel. Oh doch, hat gepasst. Sehr gut. Sehr schön. Aber... Kleeblatt, halt. Hast du schon rausgenommen? Nö. Ah, gut. Dann haben wir hier noch... Im letzten Video ist mir aufgefallen, also eigentlich habe ich richtig gerechnet, ich habe es nur falsch gesagt. Also wir haben jetzt hier noch 33 Kleeblatt zurzeit. Oder habe ich noch mehr? Nö. Nein, nicht mehr. So, versuche ich mal da oben das so weit fertig zu kriegen. Was denn? Ich muss schon... Och, nö. Ich muss schon wieder alles essen. Unfair. Unfair, sage ich dann nur. So, ich nehme mir mal die Pilzsiegel und baue mal eine bessere Brücke an. Ja, klar. Ist ja nur auf die Schnelle gewesen. Für dieser blöde Ameisenlöwe hat alles zerstört. Und auf die Schnelle habe ich das da hingebaut. Gut. Okay, das sieht doch schon richtig gut aus. Finde ich. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch... Moment. 18, 19 Stängel. 19 Stängel. Ja, so viele haben wir da unten gar nicht mehr. Würde ich sagen. Oh, cool. Yay. Nein. Mein Gleiter ist kaputt. Verdammt. Ich muss da rüber. Ich brauche noch Stängel. Marcel ist so still. Was ist da los? Erzähle was. Hochkonzentriert. Aha. Ja, ich überlege mir gerade, wie ich das ganz genau hier mache. Ah, du bist ruhig da hinten. Mach ihn fertig. Mach ihn einfach fertig. So. Doch. Hm. Das dürfte eigentlich richtig sein. Ja. Ja. Hä? Wieso will er den nicht nehmen? Ja, keine Ahnung. Sag du es mir. Oder stört mich das viele unten? Ja, na klar. Wenn es heißt Bedrohung entdeckt, dann kannst du in der Zeit, glaube ich, nicht bauen. Ich kann ihn nicht mal treffen. Hä? Oh, ich schieße auf ihn, aber er lebt. Okay. Ah, musst du genauer gucken. Das kann sein, auch wenn es nicht direkt sichtbar ist, oder weil du ja eigentlich richtig gezielt hast, dass es trotzdem an irgendwas anderem hängen geblieben ist. Einfach nochmal nachschauen. Habe ich auch so oft schon gehabt, dann ist es an irgendwas hängen geblieben. Von mir aus Gras oder. Hat mir sogar verprügelt. Okay, das geht natürlich auch. So. Jetzt aber ungeschickt hier. Na gut. Was liegt hier alles noch rum? Nein. Ein Stängel liegt da auch noch. So, hüpp. Nochmal. Hüpp. Los. Und ja. Also wie man sieht, relativ gut kommt man da hoch. Beziehungsweise nicht nur relativ gut, sondern eigentlich wirklich gut. So. Oh, Ton.
Ich glaube, wir haben genug Ton da. Muss ich gleich mal gucken. Stimmt. Na, Seilseil brauchen wir noch nicht, weil die Gegenseite muss ja auch noch gebaut werden. Oh, das wird schwierig. Wie kriegen wir das auf die einzelnen Türme hoch? Na, müssen wir. Nein! Dann gehen wir mal lieber hier runter. Jo. Denn zurzeit haben wir da ja noch gar nichts hingebaut, dass wir die Türme überhaupt hochkommen. Denn wenn wir die Gleiter benutzen, ist das Zeug ja weg. Tatsächlich. Ja, Ja. Mensch. Ganz genau. Können wir leider nicht benutzen. So, mal gucken, was ich an Stängeln noch da hinten liegen habe. Also allzu viel dürfte es nicht sein. Aber ich könnte hier noch den Hotdog zerdreschen. Eigentlich auch keine schlechte Idee. Nein? Komm. Ich muss immer noch trinken. Oh nein. Komm schon. Ja, ist ja gut. Bin ich an der falschen Stelle oder was? Gibt's doch gar nicht. Boah, gut. Okay, ich gehe erst was trinken. At least it's clean. Ja. Was trinken Sie? Hab ich schon. Ach, Hackwerkzeug. Oh, nö. Oh. Irgendwie war ich bei Hammer. Keine Ahnung, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Hoffentlich. Naja. Ey, meins. Hau ab. Pfeif dich. So, schnell die Keule hier. Na, komm. 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 Komm schon. Ja. Ich weiß, ich müsste. Oh, ich muss schon. Hä? Oh nein, ich muss was essen. Mack. Gerade gar nichts da. Alles klar. Bisschen Zeit habe ich noch. Das könnte ich schaffen. Nein! So schaffe ich es nie. Oh, nö. Ich wette, Marcel hat auch nichts zu essen dabei, richtig? Nö. Okay. Wow, das muss jetzt schnell gehen, das muss jetzt schnell gehen. Nein, 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 nein. Nur 50 Sekunden. Ansonsten bin ich in der Heimatbase. So. Habe ich jetzt völlig einen Pilz irgendwo? Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Boah, das war knapp. Äußerst knapp. Oh nö. Wow. Wenigstens eine Laus oder sowas. Irgendetwas. Oh nein. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Juhu. Ja, genau. Da freust du dich. Ne? Ja. War mir so klar. Ach komm, schon hier in letzter Sekunde oder so. Irgendwas muss doch passieren. Ja. Nein. Nein. Zack, das war's. Okay. Ist alles nicht so dramatisch. Warum? Ich habe mir reichlich weggespart. Ha. Ich bin in der Base und habe hier zu essen. Juhu. Ja, bring was mit. Ja, genau. So. Ups. Oh, Heilung ist schon mal nicht schlecht. Heilung bringe ich für dich auch mit, ja? Jo. Nee, Und. Heilung habe ich. Sicher? Ja. Ja, weil dann nehme ich nicht so viel mit. Sechs. Ein paar habe ich noch da. Ja, das reicht hin. Jo.
Ich denke, das passt. So, was haben wir hier? Toll, nee. Komm hier, Honigtau. Ja, Läusehonigtau, das ist doch perfekt. Ist gleichzeitig für Essen und Trinken im Übrigen. Also von daher eigentlich gar keine schlechte Sache. Gut. Ansonsten unseren kleinen Myriad. Hallo Myriad. Grüß dich. Er ist aber auch ignorant manchmal. Mann, oh Mann. Ich glaube, den sollte ich mal ein bisschen versorgen hier. Pilzbrei. 10 Stück. So viel haben wir nicht mehr da. Ah, das reicht. Jo, dann würde ich sagen, herstellen. Ja, wäre gut, wenn du da wieder was hinpackst. Ja. Wollen ja nicht hier Meuterei erleben, ne? Ja, so wie der Jay ständig tut. Was? Ich? Ach so. Little Jay, ja, stimmt. Little Jay, der meutert ständig. Ich weiß auch nicht. So eine schöne Base hier. So, auf jeden Fall. Wenn der erste hier fertig ist, nehme ich den gleich raus. Ja, was heißt der erste? Das sind ja dann gleich 6. Ton und Steine haben, bring mal mit. Ton müsste da sein. Ton hatte ich letztes Mal gesammelt und da müssten, weiß ich, wie viel da sein. Schau mal nach in der Kiste, neben der Werkbank. So, gleich fertig. Gleich haben wir's. Und. Jawohl. Prima. Okay. Aufpasst. Wie viel sind drin? Und hier sind auch noch 24 Quarzit drin, ne? Echt jetzt? Oh! Ja. Oh! Nur so mal nebenbei mal erwähnt. Ja, das ist doch super, dann kannst du gleich den Tausammler fertig machen. Wenn du schon mal dabei bist. Na, ich mache jetzt die Brücke. Also ich brauche auf jeden Fall Steine. Ich war der Meinung, ich hatte keinen Quarzit mehr da, um den fertig zu machen. Okay, Moment. Meine Flaschen hier gleich noch füllen. Nein! Das Schlimme ist, ich muss ja jetzt an die Stelle auch wieder zurück. Das heißt, ich komme... Kletten wären auch gut, oder haben wir welche da? Kletten sind drin. 2 volle Stacks und einen, nein, nicht ganz vollen. Schau mal nach, was, wie viel das, ja, wie weit der damit kommt. So, jetzt, ui. Wo haben wir sie? Gleiter. Irgendwo hatten wir Gleiter. Ah, nee, bestimmt nicht da. Oder? Das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Ja. So. Hier haben wir nochmal 24 Ton. Soll ich die auch noch mitbringen? Wir haben ja. 34 gehabt. 34, das reicht's? Reicht's oder reicht's nicht? Sollte reichen. Ist ja nicht viel, was ich brauchte. Ja. Ich muss mal gucken, hier die... Ach, hier hatten wir sowieso fertiges. Oh ja. Und da sind sie auch nicht. Bedeutet, dann sind hier doch irgendwo... Ach so. Nee, Moment, wo haben wir die Gleiterkiste? Ich finde die gerade nicht. Ach hier, alles da, hab. Hab sie. Brauchst du auch noch Gleiter, nehme ich dir gleich welche mit. Ja. Okay. Reparaturwerkzeug brauchen wir, glaube ich, nicht da drüben. Nö. Ich gebe mir Mühe, nicht gleich alles kaputt zu hauen. Ich kann die Steine. Welche Steine? Ganz normale Kieselsteine. Okay. Jo, momentan habe ich reichlich Platz. Wo waren die jetzt wieder drin? Hm? Waren die da? Ja. Jo, 20 Stück hätte ich da. Nee. 45. Dann nehmen wir auch sein Seil noch mit. Jo. Gute Idee. Seile und Sprösslinge wären auch noch gut. 25 Sprösslinge hätten wir auch noch.
Ja, was? Oh, ist ja hier voll der Transport. 6, 12. Nehme ich die auch noch mit? 15, 18 brauchen wir. Das. Warum nehme ich die mit? Ja, wir wollen uns da drüben auch noch Sessel bauen. Und dementsprechend können wir die nämlich auch gut gebrauchen. Okay, ich komme jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Halt, ich muss da hoch. Wie bitte, was nochmal wiederholen, bitte? Marcel? Oh, okay. Juhu. Ah, palastartig hier. Oh, wunderbar. Tempel. Tempelartig, genau, nicht Palast. Tempelartig, sehr schön hier geworden. Oh. Juhu. Juhu. Hui. Sollen wir schnell einen trinken hier? Hab mal einen Schluck für dich mitgenommen. Moment. Ja, ist richtig, genau. Da hinten liegt ja eh mein Rucksack. Halt! Mein Gleiter ausrüsten. Mein Gleiter. Und ab dafür. Wie bitte? Ja, schon wieder runtergefallen. Na, ich komme auf jeden Fall erstmal zum Sandkasten, bringe die ganzen Sachen zurück in die Kiste, dass du das nehmen kannst, und ich muss mir in der Zeit dann später den Rucksack holen. Nee, oder? Ah, mal gucken, was zuerst kommt. Entweder bin ich eher beim Rucksack, dann springe ich nämlich hier runter. In der Hoffnung, dass nichts übrig bleibt, weil immerhin habe ich ganz schön viel eingepackt. Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall hier rüber zu kommen, dauert eine ganze Weile. Dementsprechend werde ich das ein bisschen beschleunigen. So, da sind wir schon fast da. Wunderbar. Okay, super, Marcel. Das sieht richtig klasse aus, was du da gebaut hast. Echt supi. Ja, immer. Ja, ja. Echt. Finde ich sehr gut. Kannst du ein paar Federn holen? Was kann ich? Ein paar Federn holen? Haben wir nicht sogar welche hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben welche hier. Ich habe jetzt ja extra den Rucksack übrigens nicht geholt. Weil dann hätte ich über den Tisch hier hochgemusst. Ich würde sagen, das machen wir dann. Oder das mache ich dann später. Hier sind 3 Federn zumindest. Wie sieht's aus? Brauchst du die? Ja, am besten noch eine 0 dran. Ui. Ja, an Federn habe ich jetzt natürlich nicht nur nicht gedacht, sondern stand irgendwie auch nicht auf dem Plan. Achso, deine Sprösslinge packe ich hier rein. Ah, nee. Deine brauche ich auch. Was brauchst du? Deine. Was meine? Steine. Ach, Steine. Ja, kommt doch. Ich habe alles möglich verstanden, aber keine Steine. Was denn? In der Aufnahme hören alle dann wieder Steine, nur du wieder nicht. Das wäre möglich. Das wäre schon möglich. So, noch mal ein bisschen. Ah, hat doch geklappt. So manches Mal funktioniert das nicht, obwohl das hier steht. Mal gucken. Ja, jetzt klappt es. Leider nicht immer. Okay, gut. Halt, wieso lege ich den Ton da rein? Ist doch Blödsinn. Ich brauche den Ton doch. Und Seidenseil brauche ich auch. Sehr gut. Gut. Ja, sein soll, brauche ich auch. Na, ich habe erst mal ein bisschen was mitgenommen. Weil ich ja da oben die Seilrutschen fertig bauen will. Ja! Yeah. Nein! Nein! Aua! Au! Na! Ja, das ist ein bisschen... Ein paar Seile fehlen. Ja, ich habe ja hier noch dabei. Ich bringe die gleich zurück. So, sozusagen. Sonst geht die Brücke eigentlich. Wie bitte? Sonst geht die Brücke eigentlich schon. Ja. So. Die haben wir auch fertig. Die wird natürlich nicht fertig jetzt. Was? Da guckst du gerade auf dem Handy und dann kommt hier so ein Vieh an. Oh, schlecht.
Einfach nicht aufs Handy gucken. So. Das sind die Zombies. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Schlimm mit denen. So, im Übrigen kommen wir hier natürlich auch direkt hoch. Aber... Ich finde das schon ganz cool, weil wenn man hier rumläuft, kann man natürlich erstmal gucken, auf welchen Turm will ich denn gerade. Wie zum Beispiel, ich will auf den da, also diese Seilrutsche. Die zwar noch nicht fertig ist, aber naja. So. Ja. Sieht schon ganz gut aus. Dann, wie komme ich da rüber? Ich rate erstmal zurück, weil meine ganzen Trinksachen sind leer. Ja. So, mal ein wenig Anlauf, mal gucken. Hep. Dann kann ich hier nämlich schon mal eine Seilrutsche hinstellen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Zeug hier hochgeworfen kriegen. Werden wir sehen, sagte der Blinde zum Tauben. Uff, kann man machen, ja. Kann man machen. So, wo war's? Da. Bauen wir doch die Seilrutsche gleich mal hier hin. Nee. Bauen die ein bisschen weiter nach da. Weil wenn wir hier zum Beispiel Material runterschieben, schicken, dann bleibt das wenigstens an der Zinne hängen und fällt nicht runter. Nur aus dem Grund. Okay. Ja, was denn? Nicht richtig? Aha. Na doch, doch, doch. Ja, bestimmt. Also würde ich so machen. Das heißt, das heißt ja noch lange nicht, dass es so funktioniert. Das Seil? Was? War gerade auf dem falschen Seil drauf. Oh, das ist schlecht. So, mal gucken, wo ist denn das Quarzit? Da ist das Quarzit. Sehr gut. Das habe ich irgendwann übersehen. Und zwar, als ich den Tausend mal gebaut habe, dachte ich, es wäre nichts der... Schade. Dann machen wir den jetzt. Der Tausender wäre jetzt schon gut. Ja, ja, definitiv. Ja, ich habe erstmal nur einen gebaut. Denn der zweite war ich mir noch nicht ganz klar drüber, wo ich den tatsächlich hinstelle. Einfach erstmal hinstellen. Ja, das kann man klar logischerweise machen. Logo, Logo, Logo. Also ein Tausammler kann man zum Beispiel auch prima auf einen der Burgzinnen hinbauen. Wie zum Beispiel auf den hier, da wo der Ringschirm ist, Sonnenschirm. Mhm. Würde nämlich sich richtig gut machen, glaube ich. Schön in der Sonne liegen und ab und zu mal was zum Trinken haben. Fände ich ganz gut. Ja. Ja. Fände ich auch gut für die nächste Folge. Jo. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Weil dann sind diverse Sachen ja auch fertig. Und dann geht das weiter. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.